In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man bei Funktionen nicht nur Parameter übergeben kann, sondern wie man auch Rückgabewerte von ihnen bekommen kann. Ich habe mir dazu hier wieder so ein blinkendes Programm vorbereitet, wo wir eine Variable haben, eine globale Variable, period, die ist gleich 1000 initialisiert. Und das Programm macht jetzt nichts Besonderes, außer dass es periodisch blinkt. Im Loop wird letztendlich interessanterweise nur dieses Blink aufgerufen. Das kennen wir bereits. Die Funktion Blink haben wir auch selbst programmiert. Und die nimmt einfach genau diese Periode hier als Parameter und leuchtet ein und dann aus, genau für diese Periode, genau für diese Zeitspanne. Was ich mir hier auch noch dazu geschrieben habe, damit ich auch ein bisschen weiß, was der Wert von Period gerade ist, ist einfach vor dem Aufruf der Blink-Funktion einmal auszuschreiben, was ist der Wert, und danach auch nochmal. Im Moment ändere ich natürlich den Wert dieser Variable Period überhaupt nicht. Das heißt, meine Erwartung wäre durchaus, dass diese Ausgabe hier von Serial immer wieder 1000 ist. Unser Ziel ist es aber heute, tatsächlich irgendetwas Interessantes da anzustellen und Funktionen dazu zu bringen, Rückgabewerte auch zu geben. Wie funktioniert das? Im Blink macht das wenig Sinn. Ich werde mir eine zweite Funktion hier basteln. Die werde ich allerdings nicht mit Void anfangen, sondern mit Int. Und ich benenne sie, sagen wir mal, Increment. Und die soll auch irgendein Number als Parameter reinnehmen. Was bedeutet jetzt dieses Int, bevor wir überhaupt die Funktion zum Laufen bringen? Bis jetzt habe ich immer Void dazu geschrieben. Void bedeutet auf Englisch leer und bedeutet, diese Funktion gibt einfach nichts zurück. Sie tut irgendetwas, gibt aber keine Werte zurück. In diesem Fall allerdings, in dieser Increment-Funktion, möchte ich tatsächlich irgendeinen Wert, eine Zahl letztendlich in diesem Fall zurückgeben. In diesem Fall sage ich auch nicht nur irgendetwas, sondern vom Typen Int. Das kennen wir ja bereits. Und fast alles, was wir bis jetzt genutzt haben, ist auch ein Int. Was mache ich jetzt also in dieser Funktion? Ich werde Number plus 1 berechnen. Was würde jetzt passieren, wenn ich es so einfach belasse? Number ist eine interne Variable, eine lokale Variable für die Funktion Increment. Die ist es, weil es eben der Parameter, hier wurde sie definiert als Parameter und automatisch ist sie eine lokale Variable dieser Funktion. Wenn ich also diese Berechnung hier anstelle, ist zwar der neue Wert von Number tatsächlich hier drin gespeichert. Im Moment, wo ich aber aus dieser Funktion herausspringe, verliert sich dieser Wert, weil diese ganze Variable gelöscht wird. Das heißt, ich muss irgendetwas noch anderes machen, um tatsächlich diesen Wert tatsächlich dem Aufrufer dieser Funktion auch weiterzugeben. Dafür hat man ein spezielles Stichwort, Keyword, Return. Und damit kann man den Wert von irgendeiner Variable zurückgeben. Man kann allerdings auch Sachen machen wie Return 100. Das funktioniert auch. Also irgendetwas kann man in dieses Return reingeben, was natürlich vom Typen her dem definierten Rückgabewert auch entsprechen sollte. Jetzt haben wir natürlich unser Programm ein bisschen geändert. Ich habe jetzt dieses Inkrement um 1 gemacht. Damit werde ich nicht besonders viel sehen, wenn ich das laufen lasse. Und außerdem haben wir es nirgendwo benutzt. Wir benutzen es erstmal. Wie würde das funktionieren? Bevor ich geblinkt habe, werde ich meine neue Funktion aufrufen. Und zwar sage ich, Period soll jetzt bitte Increment Period sein. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich Increment mit Period da drin aufrufen würde, würde hier der neue Wert von Period genau um 1 inkrementiert. Und genau um diesen Wert werde ich jetzt blinken. Damit das hier ein bisschen interessanter ist, werde ich sagen, Period mal 1000, damit es ja in Sekunden ist. Und den Period selbst initialisiere ich jetzt mit einer 1. Also kurze Zusammenfassung. Unser Programm initialisiert im Moment Period ganz am Anfang, also globale Variable mit einer 1. Beim ersten Durchlauf bereits werde ich diese Period um 1 inkrementieren. Und danach Period mal 1000, also genauso viele Sekunden, wie Period momentan ist,
blinken und davor und danach immer den Wert ausgeben, damit ich es ein bisschen klarer habe, ob das alles gut funktioniert hat oder nicht. Blink haben wir nicht geändert, das blinkt vor sich hin. Und Increment addiert eine 1 zu dem Parameter, das man übergeben hat der Funktion und gibt diesen inkrementierten Wert auch wieder zurück. Es ist immer eine gute Idee, erstmal alle Berechnungen anzustellen und erst dann das Return sozusagen mit einer einzigen Variable zu machen, statt irgendwelche Berechnungen im Return selbst zu machen. Das funktioniert zwar auch, muss man aber ein bisschen aufpassen, was genau da rauskommt. Und die Klammern zu benutzen ist auch immer eine gute Idee, damit man ganz genau weiß, was da genau zurückgegeben wird. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir kompilieren das. Sieht alles ganz gut aus. So, ich lade auch das auf dem Arduino hoch und starte auch meinen Serial Monitor. Und da steht es auch schon. Der Wert von Period vor der Funktion ist eine 1, der Wert von Period nach der Funktion ist eine 2 und so weiter und so fort. Jetzt kommt wahrscheinlich eine 3 und so weiter und so fort. Das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Und als letztes möchte ich einfach noch etwas zeigen, damit Sie es auch wissen. Natürlich kann ich einer Funktion nicht nur einen Parameter weitergeben, sondern auch mehrere Parameter. Ich kann dieses Increment zum Beispiel, okay, bei Increment macht es jetzt natürlich wenig Sinn. Wir machen uns eine neue Funktion draus, die heißt Multiply. Und dort werde ich 2 Parametern weitergeben. Die Anzahl der Parameter ist nicht beschränkt. Das heißt, Sie können so viele Parameter weitergeben, wie Sie möchten. Sie können auch unterschiedliche Arten von Parametern weitergeben. Sie können mischen zwischen Ints, Bools und so weiter und so fort. Arrays ist ein bisschen komplizierter. Das sollten Sie nicht einfach so machen. Und hier kann ich jetzt meine Berechnung anstellen und zum Beispiel num1 ist jetzt num1 mal num2. Und ich kann natürlich auch return num1 machen. Also die Anzahl der Parameter ist unbegrenzt letztendlich, also fast unbegrenzt. Und die Anzahl, allerdings kann man nur einen einzigen Rückgabewert haben. Also nur hier kann man definieren, welcher Rückgabewert das ist. Prinzipiell sehen Sie jetzt, wie man Funktionen auch selbst definiert. Und wie man sie nutzt, alles Mögliche kann man sich hier machen. Sie müssen nur bei ein paar Sachen aufpassen. Erstens sind das die Typen der Parameter und des Rückgabewertes, wie Sie genau einen Rückgabewert geben. Und natürlich bei der Benennung der Funktion müssen Sie aufpassen, dass es eben eindeutig ist und dass nirgendwo sonst im Arduino das vorkommt. Sonst kommt es zu komischen Problemen und er beschwert sich zum Beispiel, dass er irgendeine Funktion doppelt definiert wurde oder dass er nicht weiß, welche er aufrufen soll. Wenn Sie so einen Fehler sehen, dann wissen Sie auch bereits, irgendetwas ist bei der Benennung der Funktion einfach schiefgelaufen. Viel Spaß mit den Funktionen!